Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute beginne ich mit der Weihnachtsbäckerei mit zwei ganz einfachen und schnellen Rezepten. Als erstes machen wir die Butterwölkchen und das sind schon die Zutaten dazu, die wir benötigen. 250 Gramm weiche Butter, 250 Gramm Mehl, 80 Gramm gemahlene Mandeln ohne Schale, 80 Gramm Puderzucker, ein Päckchen Vanillezucker, eine Tüte Vanillepuddingpulver, ein Teelöffel Backpulver und wer mag, 2 bis 3 Tropfen Bittermandelöl und natürlich etwas Puderzucker zum Bestreuen. Wir geben alle Zutaten in unsere Schüssel und kneten einen glatten Teig daraus. Wer mag, kann dies gerne auch mit einer Küchenmaschine machen. Ich bevorzuge, meine Plätzchenteige gerne von Hand zu kneten. Die Zutaten haben sich gut miteinander verbunden und wir haben einen schönen glatten Teig erhalten. Nun können wir direkt mit dem Formen loslegen. Ich nehme vom Teig ein größeres Stück ab und forme daraus eine Stange und schneide diese Stange in gleich große Stückchen ab. Und forme dann daraus kleine Kugeln. Die Kugeln sollten etwas größer als eine Haselnuss sein. Alternativ könnt ihr aus dem Teig auch kleine Stückchen rauszupfen und jede Kugel einzeln formen. Das bleibt euch überlassen. Nun geben wir die fertigen Kugeln mit etwas Abstand auf ein mit Backpapier belegtes Blech und backen diese bei 150 Grad ca. 15 bis 20 Minuten. Und so sehen sie fertig gebacken aus. Wir lassen diese kurz abkühlen und geben noch im lauwarmen Zustand etwas Puderzucker darüber. Wenn ich Plätzchen mit Puderzucker dekoriere, gebe ich immer ein leeres Backblech noch darunter und fange somit den restlichen Puderzucker auf und den kann man dann natürlich wieder verwenden. So, das war Plätzchen Nummer 1, das ging jetzt ruckzuck und wir gehen über zu Plätzchen Nummer 2. Und Plätzchen Nummer 2, das sind die kleinen Igel, das machen die Kinder immer ganz gerne. Wir legen direkt los, das sind unsere Zutaten. Wir benötigen 200 Gramm Butter, ein Ei, 100 Gramm Puderzucker, ein Päckchen Vanillezucker, 300 Gramm Mehl und für die Deko benötigen wir 150 Gramm Kuvertüre und ca. 1 Esslöffel Butter, das sind so ca. 20 Gramm und etwas Kokosraspeln oder gemahlene Haselnüsse für die Deko. Wir geben alle Zutaten in die Schüssel. Hier habe ich die Butter fast vergessen. Und verkneten dann das Ganze zu einem glatten Teig. Nachdem sich alle Zutaten gut miteinander verbunden haben und wir einen schönen glatten Teig bekommen haben, wickeln wir diesen in etwas Glassichtfolie und geben ihn für ca. 15 bis 20 Minuten in den Kühlschrank. Nach der kurzen Kühlzeit nehme ich mir ein Stück vom Teig weg, forme mir daraus eine Stange und schneide diese in gleich große Stückchen. Die Stückchen sollten nachher etwas kleiner als eine Walnuss werden. Dann formen wir daraus tropfenförmige Plätzchen.
Am Schluss formen wir die Teigspitzen nochmal mit den Fingern etwas nach. Nun geben wir die Plätzchen auf ein mit Backpapier belegtes Backblech und geben sie nochmal kurz in den Kühlschrank. Oder wer keinen Platz im Kühlschrank hat, kann sie gerne auf die Terrasse oder Balkon stellen. So circa eine halbe bis dreiviertel Stunde. Dann kommen sie in den vorgeheizten Backofen bei 175 Grad circa 10 bis 15 Minuten. Und so sehen sie fertig gebacken aus. Diese lassen wir nun vollständig abkühlen. Und erst dann beginnen wir mit der Deko. In dieser Zeit lassen wir die Kuvertüre über dem Wasserbad schmelzen. Und dann können wir schon mit der Deko anfangen. Wir tauchen die Plätzchen mit der breiten Seite in die Schokolade und tauchen sie dann in die Kokosraspeln oder wer lieber mag, in die geriebenen Haselnüsse. Mit den Kokosraspeln sehen sie etwas hübscher aus, aber das bleibt euch überlassen. Wenn wir alle eingetaucht haben, formen wir mit einem Zahnstocher die Augen. Und zwar tauchen wir den Zahnstocher in die Schokolade und tupfen uns mit der Schokolade zwei kleine Tropfen als Augen auf. Und fertig sind die Plätzchen. So ihr Lieben, das war's wieder heute von mir. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und würde mich über eure Kommentare und Likes sehr freuen. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren, bleibt gesund und bis zu den nächsten Plätzchen. Tschüss!